Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute mal ohne Sarah, aber nur gerade, weil sie gerade was für die Uni machen muss. Dennis, der Boris hat mich abgeholt. Danke, Bro, wie immer. Ich bin Boris. Sarah hatte gerade Uni und deswegen konnte sie mich nicht abholen. Ich wollte gleich vorbeikommen. Hast du zwei Plätze? Ich bin 15 Minuten da. Bruder! Bruder! Welcome to Saint-Tropez. Wir sind im Café Bur. Lecker. Ich wünsche euch allen einen guten. Heute, ich habe mir neue Dunks geholt. Zeig mal deine. Mein Dulli, mein Bruder, ja. Das Video kommt Sonntag online, ne? Ja. Während ihr das gerade guckt, bin ich in meinem Bett und denke mir, oh mein Gott, warum geht's mir so scheiße? Und ich habe, wenn ihr das Video sitzt und nur guckt, vor ungefähr 10 bis 12 Stunden die Party meines Lebens gefeiert. Und der wird dabei sein. Der nimmt mich mit, Gruppenzwang. Was sagt er? Hilfe! Wie geht's? Oh, du riechst gut. So Leute, wir haben einen ganz speziellen Typen hier. So. Oh shit, oh shit. Hey, du warst lange nicht mit unseren Videos, ne? Nee, ich war echt nicht mehr lang. Krass, hast du irgendwas zu sagen? Es gibt heute, erklär mal einzeln, was das ist. Amore, amore. Ich weiß nicht, hast du uns vermisst? Hast du mich vermisst? Hast du die Kamera vermisst? Ja, sicher, jeden Tag. Aber du hast gut abgespeckt, muss man sagen. Hast du Hunger? Hast du Hunger? It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. Bam, 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 bam. Oh, war das absolut? Oh, geht's dir gut? Ich kann nicht mehr hinten sitzen. Warte, erst noch eine Stein, okay? Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Schnuck. 2-0. 2-1. Schnuck. 2-2. Schnuck. Ja! Ich hab getrippelt. Geh nach hinten. Achso. Jeder Milliliter wird. Oh, der war ein bisschen frühzeitig. Weißt du, was auch gut ist? Ja. Ja. Nee, wenn ich das jetzt mache, kack ich mir, Junge. Amateur-Profi. Oh mein Gott. Was? Hast du dich in die Hose gemacht? Was ist das für Geschmack? Granatapfel-Winteredition. Ich hab noch nie probiert. Hab ich noch nie probiert. Sommer, die Schmack krass. Oh mein Gott, ist gut, dieser erste Geschmack ist wirklich Granatapfel. Ja, ja, ist krass, ne? Kann ich noch mal probieren? Auch mir kriegt es nach dieser Frucht. Ist echt lecker. Hello Friends, 0:47 Uhr, wir sind jetzt zu Hause. Heute haben wir jetzt nicht so viel gevloggt, wir haben aber auch eher so Zeit mit der Family, Freunden verbracht. Morgen geht's wieder Rambazamba los. So Leute, kleine Unterbrechung. Gestern haben wir beide noch online geshoppt, für uns beide ein bisschen und für einen Freund, der bald Geburtstag hat. Und wir benutzen halt immer, Dodi seit neuestem, ich schon länger, iGral, wenn wir online shoppen. Bevor ihr in die Bio geht, um euch über den Link anzumelden, erklären wir euch kurz, was iGral ist. Leute, Cashback ist, wenn ihr online shoppt zum Beispiel, dann bekommt ihr einen Teil zurück von dem Geld, was ihr gezahlt habt sozusagen. Genau. Und viele fragen sich halt immer, hey, wie kann das sein, dass man Geld zurückkriegt, was man eigentlich ausgeben sollte? Bei iGral ist das so, dass die sehr, sehr viele Partnershops haben, wie zum Beispiel ASOS, Douglas, zeigen wir euch aber gleich alles. Und diese Partnershops zahlen iGral eine Provision, um auf deren Seite zu sein. Und von dieser Provision kriegen wir als Kunde ungefähr 90% oder so. Und das ist dann unser Cashback. Und Leute, damit ihr auch Bescheid wisst, man kann auch doppelt sparen. Es gibt nicht nur Cashback, sondern auch Rabatte noch oben drauf. Also, ja. Also ich kontrolliere fast jeden Tag, ob bei ASOS oder Douglas oder so momentan einen Rabatt über iGral gibt, weil dann kann man halt, wie gesagt, Dodi hat es ja gesagt. Das häuft sich alles. Also, voll. Das macht sehr viel. Mein aus. Gott, ich habe schon über 500 Euro gefühlt mir zurück auszahlen lassen. Übrigens, ab 20 Euro könnt ihr euch auf euer PayPal oder auf euer Bankkonto
das Geld dann auszahlen lassen. Das sammelt ihr nämlich auf eurem iGral-Account. Leute, mit dem Link, der in unserer Bio ist, bekommt ihr einen 10 Euro Startguthaben. Außerdem hat iGral etwas, was die meisten Cashback-Services nicht haben, und zwar einen Cashback-Melder. Das heißt, ihr installiert die auf eurem Laptop oder iPad, was auch immer. Und dann kriegt ihr immer, wenn ihr auf einem Partnershop von denen gerade am Shoppen seid, oben eine Erinnerung, hey, hier könntest du Cashback kriegen, weil ich bin auch eine Person, ich vergesse das immer. Und das ist halt mega, mega praktisch. Und Leute, die Black Week steht jetzt auch bevor und da gibt es auch nochmal richtig krasse Special-Deals. Und hier seht ihr mal die iGral-Seite. Hier sind zum Beispiel ein paar Deals. Gratis Versand bei ASOS gerade oder bis zu 40% bei Douglas. Und wir zeigen euch jetzt zum Beispiel, wenn ihr bei ASOS shoppen wollt, geht ihr auf den ASOS Shop. Einfach draufklicken. Weiter zum Shop. Und jetzt seid ihr schon auf dem Shop und jetzt könnt ihr shoppen und dann wird der Cashback auf euer Account gebracht, falls ihr was einkauft. Also Leute, so easy geht das. Einfach nur mit 2 Klicks. Hier seht ihr nochmal, zum Beispiel Booking.com gibt es auch da. Wir buchen immer unsere Reisen darüber. Das lohnt sich halt super und das summiert sich dann halt voll am Ende. Ja, so Leute, das war's. Wie gesagt, der Link ist in der Bio. Checkt es einfach ab, meldet euch an. Geht super easy, geht mega schnell. Und ansonsten wünschen wir euch viel Spaß weiter mit dem Vlog. Oh. Gebt Backe, Backe. Okay, Leute, Backe, Backe. Wir sehen uns. Guten Morgen, Leute. Sarah ist noch am Schlafen. Sometimes I'm crazy, I get bored. Geht zum Friseur, ich schneide meine Haare. Tschüss. Wir sehen uns, Schatz. Tschüss. Bis dann, bye. Tschüss, meine Freunde. Meine Haare sehen Katastrophe aus, mein Bart. Ich muss das alles zurechtbringen. So, Leute, ich bin jetzt da. Danke. Und schaut mal den Bart an. Ich mach den jetzt so ein bisschen mit Übergang. Krass auf jeden Fall. Bro, ich danke dir. Danke. Sehr gerne. Danke. Und nächstes Mal machst du mir eine fette Maske, okay? Gerne. Schiffwasser. Wie gesagt, und Leute, der Laden ist auch sehr sauber. Also kommt vorbei auf jeden Fall. In Köln kann ich mir nichts anderes vorstellen. Boah, der hat den Übergang auf jeden Fall richtig fresh gemacht. Boah. Hey, yo. Und, wie ist geworden? Du siehst einfach aus wie ein anderer Mensch. Wie findest du den Bart? Gut. Ja? Ja. Leute, ich habe meinen neuen Lockenstab ausprobiert und der ist so krank gut. Doli, fast, guck mal, wie heiß der ist. Komm nur in die Nähe davon. Du siehst heute, komm, ein Auto-Check. 1, 2, 3, let's go. Go, Mama, shake it. Sieht schön aus. In der Garage ist immer das beste Licht. Echt? Hm. Es gibt noch ein paar Schuhe, das habe ich euch auch schon öfters gepostet, die ich schon sehr, sehr lange will. Wie sie mir nachkommen. Und das sind die Comme des Garçons Converse. Und ich habe die letztens bei einem Laden gesehen und ich will sie mal anprobieren, weil ich bin ein Mensch, manche Converse sehen bei mir einfach voll hässlich aus und ich will halt mal sehen, ob die schön am Fuß aussehen. Weil wenn nicht, dann kann ich endlich diesen Gedanken aus meinem Kopf wegmachen. Weißt du, was ich meine? I am a tall tree. Oh. I'm the star and I'm the mountain keeper. Okay, jetzt zeig ich dir mal ein Lied aus meiner Kindheit, okay? Okay. In heaven that we can't reach. Kuss an die gefallenen Brüder. Hast du Dicke an dich? An dich! Komm her! Du musst die Wie heißt der Laden? Atelier. Leute, ich sehe schon, es gibt. Männer, guck mal, da gibt es auch diese Schuhe, diese will. Die willst du in den Blau, ne? Ich glaube schon. Boah, die sehen richtig krass aus. Ich bin jetzt gespannt. Damn, Daniel. Ja, nimm die Sarah, die sind schön. Die sind echt schön. Ja, ja. Ja, nimm die mit. Passen die? Ja. Are you happy? Den Retailpreis bekommen. Ja. Das war so schön, ich musste einfach, Leute, ich musste. Leute, wir sind wieder im Restaurant von meinen Eltern. Wir gehen jetzt wieder essen. Dolis Bruder ist noch mehr zu spät als erwartet. Ich bin sehr enttäuscht von der Doku. Hey, hey, was sagst du dazu, dass du so spät bist? Leute, 2 Stunden ist dieser Junge zu spät da. 2 Stunden. Wir können uns gerade am zerfetzen, der ist irgendwie alles weg hier. Mm, lecker, lecker, lecker. Lecker schmecko, mecko. Lecker schmecko, mecko. Dein Essen ist nicht da und das ist deine Strafe. Probier.
Krass. Boah, ja. Echt? Mhm. Boah. Also würdest du sagen, wenn du mit Nürnberg Iraner vergleichst? Kannst du vergleichen. Ohne Witz, krass. Ja, kann man mich vergleichen, ne? Freust du dich? Ich bin irgendwie stolz drauf gerade. Rap like I got some shit to prove, but you know I don't got it. Oh mein Gott, der Geruch kam gerade aus dem Auto raus, das ist krass. Boah, das riecht richtig ekelhaft. Das riecht echt nach Furz. So Leute, wir sind da. Otto, Mann. Ja. Oder Maschallah, ging so schnell. Wenn wir jetzt Burna Boy Konzert sind, wie würdest du tanzen? So Leute, wie krass habe ich dich noch hier zerfetzt? Das ist aber unfair, ich hab's voll vergessen. Okay, weil, war auch ein Loser, ne? Wieso? Haben die überhaupt einmal gewonnen? Wenn die Brigadi, Dokan, du hast nicht einmal gewonnen. Wenn die Brigadi mit 10 Steinen aufmacht, wie soll ich gewinnen? Total gewinnen. Nein, du bist schlecht. Wir sehen uns morgen. Morgen haben wir was richtig Geiles vor. Wir gehen einen Sushi-Kochkurs besuchen. Guten Morgen, Leute. Wir machen uns jetzt wieder zusammen fertig. Okay, Leute, ich glaube, ich werde heute mal zur Abwechslung mit Cream-Contouring und Cream-Sachen anfangen. Und dann Puder drauf machen. Leute, wir hatten Glück. Aus dem Gebäude ist gerade eine Frau rausgekommen, die meinte, es ist im Hinterhof. So, dann könnt ihr mir auch folgen, was wir hier machen. So, Leute. Das erste Ergebnis ist hier. Hast du gut hinbekommen, aber besser als ich, denke ich mal. Ja, nee, die sehen auch schön aus. Ich sehe keine Restaurant, nein, aber bei den Sushi-Läden. Lecker. Wieder nach unten. Jetzt mit Hähnchen, wieder Leute. In die Mitte. Unten auf das Burrito. Machen. Ihr könnt das mit Hühnchen machen, ihr könnt das mit Wasabi. So. Sorry, aber ich hab das einfach drauf. Ja. Wollen wir einen Sushi-Laden aufmachen? Fertig. Ich bin so krass satt. Ich glaube, ich lege mich jetzt erstmal schlafen. Oh, da kam ich ja so schier raus. Das Ding ist, wir gehen immer essen, gehen dann dahin, dahin. Das ist was ganz anderes als sonst. Echt cool, also kann ich euch wirklich empfehlen. Bobby, Bobby, Chip. Au, mein Arm. Au. Mein Outfit jetzt zeigen mir. Wie findet ihr mein Outfit? Zeig mir ein Outfit. Zeig mir ein Outfit. Findet ihr es? Aber wie geht's? Sarah, am Ende hast du das angezogen, was ich gesagt habe, ne? Ja, das war doch ausgemacht. Aber jetzt zeig mal die Schuhe von der Seite. Die sehen wirklich sehr schön aus. Ich habe nicht mal gewusst, dass es die in Blau gibt. So, es heißt für uns, mit den Eltern essen gehen. Ich bin Boah, Sarah, du siehst einfach wie dein Papa aus. Ich weiß. Hier ist voll schön schon weihnachtlich eingerichtet. Der Mann dachte eben, Dodi wäre Italiener aus Sizilien. Sie ist als Kompliment. Italiener sehen ja hübsch aus. Vorspeisen sind auch da, Baby Calamari. Sieht krass aus. Boah, Leute, schaut euch mal das an. Dein sieht richtig, richtig wild aus. Und Mama und Papas Essen ist. Boah. Leute, wir haben meine Eltern abgesetzt und jetzt treffen wir uns mit Fabio und Lauri. Wir gehen erstmal Frozen Joghurt essen und dann sehen wir mal, wo der Abend uns hintreibt, ne? Ab geht's! Ab geht's!
geht heute Abend jetzt mit Barisch und so noch feiern. Und darf ich auch, zu meiner Verteidigung, Leute, der Junge zwingt mich seit Wochen. Ich habe gesagt, okay, ich komme mit. Da hinten sehen Sie zwei Raubtiere. Ich wollte einmal Billard spielen, ihr wollt essen wieder. Es reicht. Echt? Es reicht. Fabio, schämst du dich nicht? Das ist echt krass, Bro. Ist heute Cheat Day? Was ist das? Der macht aus dem Cheat Day Cheat Month. Oh nein, der ist. Hey Bro, du hast krass abgenommen. Wenn ich jetzt treffe, kommt Sarah nach Nürnberg. Wenn ich jetzt treffe, kommt Doli nach Nürnberg. Das ist Und wenn ich jetzt treffe, dann komme ich nicht nach Köln. Wenn ich jetzt treffe, kommst du nach Köln. Doli! Wir haben uns jetzt entschieden, wir gehen Billard spielen, ne? Ja. Also voll scheiße. Komm. Oha. Hau einfach, Mann. Oh mein Gott. Sarah, was war das? Geht mal weg, ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt heißt's. Laura, High School Musical. High School Musical. On it, bad on it, bad on it, bad on it. Halt, halt, komm. Senin gibi fındık kırar. Yakalarsam. Dritte Runde verloren, wie fühlt sich das an? Ey, ich will mal etwas liefern. Komm, das soll die Italiener sein. Aua. Wie fühlt es sich an, dreimal hintereinander verloren zu haben? Fabio Sanchez, wie fühlt es sich an, dreimal hintereinander verloren zu haben? Sehr schlimm. Diese Niederlage, diese absolute Niederlage, wie fühlt sich das an? Laura Sieber, wie fühlt es sich an, dreimal hintereinander verloren zu haben? Super. Dreimal eine absolute Niederlage, wie fühlt sich das an? Das war nicht nur ich alleine schuld. Fabio war auch. Ja, das nächste Mal kommen wir hier bowlen. Bin ich fake? Oh mein Gott! Danke für alles. Total cringe. Ja, der ist glücklich heute. Ja, kommt gut heim. Wie lange fährt ihr jetzt heim von hier? Halbe Stunde. Halbe Stunde, echt? Zieh! Finger ziehen, mein Finger! Hallo? Ich fühle mich damals wie 16. Dodi kann euch ja gleich beim Fertigmachen mitnehmen. Oder ich zieh den, die Weißen an. Ja. Ich bin ready. Ich gehe jetzt feiern. Ehrlich gesagt bin ich nicht so krass in der Stimmung, aber ja. Das Boris versprochen. Gruppenzwang. Viel Spaß beim Schneiden. Ich schneide jetzt das Video. Viel Spaß. Tschüss. Ich hab Hunger. Soll ich dir später was bringen? Ja. Okay, bye. Sarah, bir şey diyecek mi? Sarah, we love you. 12 Sekunden später. Hallo, sag, ist alles in Ordnung? Darf ich was sagen zu deiner Freundin? Dein Mann und ich waren die einzigen Anständigen auf dieser Party. Wer war das nicht? Hallo. Du, was habe ich denn gemacht? Ja, bei dir, du warst so halb. Halb. Ist einfach 90% nicht da. Stopp, hallo. Und Wichser. 10%? Da. Alles gut. Und was mit dir? Ich bin, guck mal, sehe ich so aus, als ob ich gerade irgendein Problem habe? Ja. Hat er sich wie ein 26-jähriger Mann benommen? Netto 11 Jahre alt. Netto. So. Okay, ich sag bitte. Denkst du, ich würde das jemals machen? Na, ja. Oh. Wirklich rauslassen, der ist wirklich krass anständig. Der sitzt den ganzen Tag da und macht einfach gar nichts. Und der, warum? Dieser Junge. Warte, bleib mal so schnell.
Spaß beiseite. Das ist gerade passiert, weil der einfach ein Bauer ist. Aber ist kein Problem. Ich schwöre dir, ich schäme mich ein bisschen.